We'll be right back.
wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier zur neuen Saison der NTT E-Racing Meisterschaft WRX Isle of Man. Heute startet die Saison 13. Es erwarten uns diese Saison wieder 11 spannende Rennen. Und keine Angst, wir sind hier noch nicht am ersten Rennen, sondern natürlich am ersten Renntag, aber natürlich noch nicht das Hauptrennen oder Sprintrennen, sondern wir sind hier im freien Training. Die Saison startet wie gewohnt 11 Uhr. Ja, Andi Rudi, das sagt er gerade. Um 10.50 Uhr startet normal und um 11 Uhr geht das Rennen los. Wir sind hier, wie gesagt, im freien Training, das wir eigentlich in der letzten Saison auch schon gemacht haben beim ersten Renntag. Einmal kurz ins freie Training reinschauen bei die Fahrer. So, und dann gehen wir auch rüber in die Live-Szene. Also wie gesagt, keine Angst, wir sind noch nicht live im Rennen, sondern wir sind hier im freien Training. Das Rennen, wie gesagt, startet wie gewohnt um 11 Uhr. Wie immer, jeden Sonntag 11 Uhr, die WRX Isle of Man. So, dann gehen wir mal hier zu die Fahrer rein. Aber gut, hier der Lenzerreiber, der Thomas, geht hier schon unten auf der Strecke, wie immer auch der Thomas hier, der Lenzertreiber, bietet hier immer die Trainingslobby an vor den Rennen. Sonntags immer fahren einige Fahrer schon kräftig und trainieren nochmal auf der Strecke, bevor es dann ernst wird mit den zwei Rennen, dem Sprintrennen und den Hauptrennen. So, natürlich auch erstmal herzlich willkommen alle natürlich noch im Chat und auch an den André hier. Servus. So. Diese Saison wird wieder spannend. Bei GT7 haben wir jetzt natürlich auch die Wiederholungsoption. Ich hoffe, dass das dann auch so schön funktioniert wie bei GT Sport. So. Das erste Rennen startet natürlich hier in Amerika auf dem Watkins Glen Racetrack. Aber wie gesagt, Rennstart heute Mittag 10.50 Uhr bzw. 11 Uhr startet das Sprintrennen der neuen Saison. So, wir schauen mal, wer hier sich schon in der Trainingslobby alles befindet. Wie gesagt, hier der Lenzer, da auch nochmal ein großes Dankeschön hier an den Lenzer, dass er immer den Fahrern die Trainingslobby hier zur Verfügung stellt, aufmacht, dass die Fahrer hier vor den Rennen hier nochmal heftig trainieren können. Aber den Maestro, der ist da auch mit am Start. Der Hügi, Tag mit Tag. Und bin hier auch neuen Fahrer, eine Fahrerin, Racing Queen. Freut mich natürlich, wenn hier auch mal ein bisschen weibliche Unterstützung mit dabei ist bei den Fahrern, beziehungsweise hier Fahrerin natürlich dann. Ne? Dann schauen wir mal, wie sie sich hier so mit dem WRX einfügt in die Rennen. Bestehenden Rennfahrergruppe. So, dann gehen wir weiter auf die 4. Den Grisou, der steht hier noch in der Box. Dann den Leo. Haben wir natürlich auch wieder mal der Startfeier. Und der André, der hier auch im Chat ist, ist natürlich am Start. So, dann gucken wir noch mal hier ein bisschen auf den Lenzertreiber, der hier sein Fahrzeug schon wieder quer geht, rauchen. Ja, André ist noch eine rauchen.
was in dieser Saison auch eine Neuerung gibt. Das sage ich aber nachher, wenn das Hauptrennen startet. Auch nochmal, es wird kein Regenrennen mehr geben. Es wird mit Leitwetter gefahren in dieser Saison. Das heißt, wenn es am Standort dieser Rennstrecke, in dem Fall hier Watkins Glen in Amerika, Regen gibt oder gemeldet ist während des Rennverlaufs, dann wird es auch auf der Strecke nass werden, regnen. Das ist so die Neuerung. Zwei oder dreimal. So. Ja. The Racing Queen ins Auto rein mit bei ihr ein Stückchen mit. Wie gesagt, okay, alles klar. Ganze Saison kannst du leider nicht mitwirken. Am 12. Mai arbeiten wir nicht und daher ein bisschen schwer. Alles okay, aber dafür haben wir ja noch Nachrücker. Aber André versucht natürlich, so viel wie möglich hier mitzunehmen von der Saison. Wie gesagt, Saison geht insgesamt über 11 Rennsonntage. Heute ist der erste Rennsonntag, startet um 10.50 Uhr. Und das Finale dann am 2. Juli in Interlagos. Genau. So. Dann schauen wir hier nochmal ein bisschen durch. Wie gesagt, wir schauen hier bloß mal rein, ein bisschen beim freien Training, was der Hauptrenntag, wie gesagt, um 10.50 Uhr zur gewohnten Zeit, wie immer. Hier sieht man auch nochmal schön, der Flügel, das DRS, wenn er flach gestellt wird und sich hier wieder ein bisschen Geschwindigkeit holen kann. Das Fahrzeug Estro in der gewohnten Lackierung wie in der letzten Saison. Aber wie gesagt, nachher mehr davon, wenn alle Fahrer am Start sind. Lancer Driver, der Thomas. Ducky Duck für Hübi ebenfalls in der gleichen Lackierung wie in der letzten Saison unterwegs. Da hat sie auch den André am Start. Racing Queen steht in der Box. Diese Auszeit ebenso der Isu, der natürlich hier auch wieder die Saison mit am Start ist, und der Leo. Und ihr habt auch schon mal ein bisschen so ein Gefühl für die Rundenzeiten und der Stille. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier im Chat und in der Community von Entity Racing, von der VIX ein Aufmann. Oh, und beim Darkwind, beim Hübi qualmen die Räder. Und Maestro nimmt hier die Abkürzung über die Wiese. Die beiden Fahrzeuge sehen natürlich von der Lichtung gleich aus, da sie vom gleichen Rennstall sind. Aber die VX Isle of Man ist eine reine Einzelmeisterschaft. Haben sie sich ja gegenseitig ein bisschen abgeschossen. Auch wenn natürlich ein, zwei oder mehrere Fahrer hier vom gleichen Rennstall mit an den Start gehen, bleibt die VX Isle of Man eine reine Einzelmeisterschaft. So, und wer ist beigetreten? Der Champion, der Agi.
ist beigetreten. Der dreimalige Champion der letzten drei Saisons. Unser Hagi ist hier auch mit am Start zu erkennen. Natürlich hier das Weltmeisterauto an der goldenen Schleppe auf der Windschutzscheibe. Daran erkennt ihr den Champion der vergangenen Saison. Und Thomas, Servus, grüße dich und natürlich dir auch viel Spaß und bei der neuen Saison Auftakt. Wie gesagt, haben heute nochmal das freie Training am Anfang mal eingespielt, bevor die neue Saison hier an den Start geht. Den André nochmal im Bild. Wie gesagt, auch an den Thomas hier nochmal. Vielen Dank, dass du dir immer die Mühe machst und eine Trainingslobby auf die Beine stellst vor den Rennen. Und die Fahrer, das denke ich mal, ja auch hier gut annehmen. Ist immer sehr gut gefühlt. Die Vorbereitungslobby auf den Renntag für das freie Training. Und so wie ich gesehen habe, haben wir heute auch ein volles Starterfeld. 15 Fahrer gehen heute an den Start. Und wir haben zwei Nachstarter bzw. zwei Nachrückerfahrer haben wir auch mit am Start. Das heißt, momentan gemeldet für diese Saison sind 17 Fahrer. 15 können leider halt nur teilnehmen in der Lobby. Das heißt, wir haben zwei Nachrücker der Saison. Den Champion, den Hagi. Der jetzt hier auch nochmal ein bisschen warm. Und kennst Glenn. In USA. Race Track hat 5,47 Kilometer. Verfügt über 11 Kurven. Gemeldete Wetter heute, können wir auch mal kurz anhängen, ist eigentlich sonnig, teilweise bewölkt, aber ich denke mal, hier im ersten Rennen werden wir keinen Regen zu befürchten haben. Der Wettergott meint's gut mit uns hier auf der Rennstrecke in Watkins Glen. Racing Queen. Ja, ihr Debüt gibt in dieser Rennserie bei der VIX ein Offman. Sagt, die Rennen sind auf verschiedenen Rennstrecken wieder verteilt. Wir haben in dieser Saison dabei Watkins Glen heute hier mit dem Auftakt. Dann
Deep Forest ist dabei. Dann Northern Isle ist dabei. Und Atlanta, Barcelona, aber da ist Schotterrennen diesmal auf der Rallye-Cross-Strecke. Die haben wir natürlich schon gesehen im Außen-Event hier bei der Rallye-Cross-Event. Haben wir die Strecke gesehen. Das ist die Schotterstrecke in dieser Saison. Das ist auch sehr interessant. Dann haben wir Monster mit dabei, legendär in Italien mit Schikane. Dann St. Croix auf der B-Version wird gefahren. Das ist das Langstreckenrennen. Dann Sardegna, Asphaltstrecke. Dragon Trail Küste ist dabei. Diesmal die Originalstrecke Dragon Trail. An der Küste entlang. An der kroatischen. Dann haben wir Tsuba, die kleine Strecke in Japan. Und das Finale findet statt auf Interlagos am 2. Juli. Oh. 1,52 hat es hier noch ein bisschen gemütlich angehen lassen. Zum André, deine persönlich schnellste Runde hier, eine 1,49,796. Schnellste Runde vom Maestro momentan mit einer 1,46,2,6. Lenzer ist auch wieder auf die Strecke gegangen. Glenn. Auch keine einfache Strecke. Wie gesagt, 11 Kurven, davon sind einige sehr stark. Machen auch sehr spitz zu teilweise die Kurven. Also keine einfache Rennstrecke hier. Nur der Auftakt findet von dieser Saison. Schon die Räder wieder ordentlich hier beim Thomas, beim Lancer Driver. Genau, hat Thomas wieder in seinem Element im Treffen. Aus Pinagi, den Champion. Selbstverständlich auch in diesem Saison wieder den Start geht. Thank you.
auch einen neuen Fahrer, den Sergeant Mark. Der hier allerdings nur erstmal als Nachrücker in dieser Saison an den Start geht, wenn ein Fahrer mal ausfällt. Die Möglichkeit, einen neuen Tag mit an den Start zu nehmen. Die Nachrücker, wie bekannt, volle Punkte für ihre Einsätze. Auch er hier am Start in dieser Saison. Champion, nehmen wir mal Platz hier auf dem Beifahrersitz. Eine Runde um den Kurs fahren. Die Kurve zumachen. Diese Kurve hier. Sehr spitz hier zu. Die Kurve, die sogar ein bisschen bergauf geht. Eine Runde aus dem Cockpit beim Champion über Woodlands. Zurück in die Hauptmara. Und FIFA, vielen Dank für dein Follow und natürlich herzlich willkommen hier bei der WRX Isle of Man und einen wunderschönen guten Morgen. Aber wie gesagt, wir sind hier nur im freien Training. Das Hauptrennen startet erst in einer Stunde in 10.50 Uhr startet dann die neue Saison. Mit dem her gesehen werde ich mich jetzt auch erstmal wieder verabschieden. Von euch. Vielen Dank für das Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank natürlich für die Follows an FIFA und an Stille. Vielen Dank dafür. Und wir sehen uns dann gleich in einer Stunde, wenn der neue Renntag hier losgeht. Mal der Champion der letzten Saison
nochmal auf den Lenzer. Ja, hier nochmal uns eine kleine Trifteinlage gibt. Jawohl, so kennen wir ihn. Den Thomas. In seinem Element beim Driften. Dann sage ich, wie gesagt, bis in einer Stunde. Schön, dass ihr dabei seid. Eine Stunde sind wir live mit dem ersten Renntag hier wieder auf dem Kanal. Bis denn, ey. Macht's gut. Wir sehen uns in einer Stunde. Euer Iceman. Ciao.